So Michaela Morandini, Präsidentin des Südtiroler Monitoring-Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Wir befinden uns heute hier bei der ersten Sitzung nach dem Lockdown, die vierte Sitzung des Südtiroler Monitoring-Ausschusses. Es ist eine wichtige Sitzung, weil wir über die Thematiken sprechen. Wir sprechen über Rechte von Menschen mit Behinderungen in Corona-Zeiten. Wir wissen, dass es eine sehr schwierige Zeit war. Und wir sprechen eben auch über Lösungen und Forderungen, die der Monitoring-Ausschuss hat. Zudem haben wir bei diesem Treffen auch die Direktorin der Südtiroler Verbraucherzentrale, die Frau Dr. Bauhofer, eingeladen, die uns ein Projekt vorgestellt hat zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen in Südtirol.